Hallo, und willkommen zu der. Also, jeder einfach mal reingucken in die Zahlen. Ist eigentlich nicht wirklich konkret Planung oder irgendwas, kein After-Action-Report, gar nichts. Nur die Statistiken, die haben mich jetzt ein bisschen überrascht gehabt von den Zahlen. Gerade eben in Bezug auf Italien, wollte mal gucken, was unsere Alliierten da anstellen. Auch mal Spionageberichte abrufen, das wollte ich mal live im Video machen. Also, erstmal, wir haben Juni 38, das heißt, das erklärt den Graphen am letzten aber so ein bisschen. Ne? Also, der wurde halt als 12 Monate quasi angezeigt, aber hat nur eine 6 Monate Entwicklung quasi durchgemacht, was bedeutet, dass halt die Steigung des Graphen nicht richtig war am Schluss. Ne? Also kein Vorwurf an Lukas, nur als warum der Graph halt so in den letzten Entwicklungen so komisch aussah, weil die Abstände halt nicht, die waren unterschiedlich lang. So, jetzt gucken wir mal gerade rein. Also, erstmal gucken wir mal, was haben wir als erstes. Unsere Verteidigung steht die, weil darf jeder bei uns angreifen. Ja, wird hier einfach überall gleichmäßig verteilt. Das heißt, wenn jemand wo landet, wird das halt problematisch. Ne? Also wir stehen dann hier, haben jetzt hier, weiß gar nicht, die stehen. Stehen die auch hier? Die stehen aber woanders, ne? Ach, die verteidigen die Kolonien sozusagen. Alles klar. Also wir haben 50 Divisionen, die gerade verteidigen. Wir bilden neue aus, können die aufs Feld bringen. Genau, hier wird weiter nochmal gespammt. Dann sind wir bei. Was sind das? Sind das 50 sind? Da kommt nochmal 40 dazu. Also ungefähr 100 Divisionen für die Verteidigung haben wir. Alles pure Infanterie. Die erfüllen alle ihren Zweck. Oh nee, das aber massiv falsch. Weil hier steht, dass das Hohai Shidan wären, aber das kann nicht stimmen. Also keine Hohai Shidan im 100er-Pack bauen. Also das sind die Divisionen, von denen braucht ihr so 5 bis 6, um die ganze Welt abzudecken. Dass wir davon jetzt 40 bauen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt war oder wie. Die sind aber falsch angegeben. Okay. Also das ist einfach nur das Spiel, die falsch benennen. Die heißen zwar Hohai Shidan, das sind aber keine Hohai Shidan, ja. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die heißen so, aber das Template heißt auch so, aber es ist ein anderes Template. Weil das wäre halt richtig Blödsinn gewesen. Also das sind keine Hohai Shidan, ja. Müssen wir vielleicht mal den Namen umbenennen, nur. Ich weiß nicht, ob das Spieler sie so benennen, keine Ahnung. Das sind die auf jeden Fall faktisch nicht. Das sind die hier unten, die Inf 10b. Ne? Also das wäre sonst auch ziemlich hardcore krass. Okay, also die Defense wird aufgebaut, die steht dann auch hier vorne. Das sollte eigentlich funktionieren. Im Norden ist ein bisschen dünn, da kann eigentlich quasi jeder landen und dann haben die eine Front. Könnte man aber wieder rauswerfen zur Not. Genau, also das ist, glaube ich, okay. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen optimieren, aber das ist, glaube ich, sicher genug. Korea, wer da rein will, geht da einfach rein, da können wir nichts machen. Genau, sonst die Kriege sind ja jetzt hier vorbei in Europa. Jetzt machen wir hier diesen Asienkrieg. Hier vorne machen wir noch die Verteidigung, war ja am Laufen die ganze Zeit. Der Iraner kriegt ja von jedem Waffen in der Welt, aber wie ihr seht auch schon, dass die Geräte von dem sind jetzt überall runtergegangen. Das heißt, so die letzten paar Monate, wo der sich halt hier abgenutzt hat und wir quasi aufgelevelt haben. Die haben halt wirklich geholfen, das Kräfteverhältnis so zu ändern, dass wir mit weniger Truppen da durchkommen. Die Elite-Truppen, die sind jetzt gerade, glaube ich, unterwegs hier vorne. Ne? Genau, da fahren sie. Ja, und dann machen wir jetzt einfach die Seidenstraße fertig. Wir nennen die Seidenstraße, ja, ist klar ein bisschen südlich, aber wir nennen das einfach so. Und dann machen wir dieses Projekt. Zahlen mal gucken. Nur mal die blaue Truppe. Ja, das waren die Kämpfe gegen die KI, das hat geklappt. Und das waren die Kämpfe in Frankreich gegen die eingegrabene Bunkerfestung, gegen den Menschen, das hat auch geklappt. Also unsere Truppen scheinen auf jeden Fall sehr, sehr gut zu arbeiten, das ist zufriedenstellend. Haben wir eigentlich Geräte erobert? Ich habe das nämlich jetzt, glaube ich, aber das ist, glaube ich, neu. Das geht deswegen noch nicht. Mosul. Also die 1000 Schlachten, jetzt kann ich das natürlich nicht raussuchen, welche relevant ist. Weil wir haben, glaube ich, aber ich habe es noch nicht vergeben, diese Maintenance Company, die auch Geräte erobert. Ne? Da kann man ja auch ein bisschen was mitnehmen. Aber das ist, glaube ich, noch nicht drin gewesen. Okay, also das sind die Sachen. Italien steht hier vorne, sehr schön. Jetzt gucken wir mal gerade wegen der Spionage. Das Spiel ist leider so sein, dass ihr nicht die Spionageergebnisse eures Verbündeten bekommt. Deswegen muss ich da gleich reinhüpfen. So, also Rescue Captured Operative. Wir bauen gerade Netzwerke auf. Eins in England und. Warte mal, eins in England? Wo ist das andere? Die sind beide in England, ne? Okay. Okay, wir bauen mit zwei Leuten da ein Spionagenetz auf. Also eigentlich brauchen wir, glaube ich, für England gar keine Infos mehr. Ihr könnt jetzt mal reingucken, was wir schon mal haben. Also wie gesagt, ich möchte mal betonen, dass das die schwächste Fraktion ist und dass die eigentlich kein Gegner mehr für uns ist und wir jetzt sowieso auch Frieden mit denen haben. Also eigentlich müssen wir das jetzt deaktivieren, denke ich, beim nächsten Mal. Was hat der Engländer denn bisher? Ja, die Spionage ist super, man sieht alles. Also wir kriegen auch keine Infos, also von daher ist es auch jetzt eigentlich egal, was der da macht. Aber die U-Boote sind, glaube ich, bei ihm neu. Die hat vorher, glaube ich, der Franzose nur gemacht. Naja, also die setzen nicht auf eine Hochseeflotte, also das kann man ignorieren. Genau, also was wir bräuchten, wären halt nur noch Deutschland, also ich sehe das halt jetzt schon, das geht halt Deutschland, USA, ne? Das wird halt absolut wieder das Late Game, das sehe ich halt wieder kommen, unglücklicherweise. Da sollten wir, glaube ich, auch die Spione hinbringen. Dann lass mal gucken, was der italienische Verbündete macht.
Spione. False Intelligence plante der. In Frankreich? Okay, er baut ein Netzwerk in Deutschland auf. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber False Intelligence in Frankreich, das hat er natürlich bei Kriegsbeginn schon angemacht. Aber im Grunde genommen bringt uns das gar nichts. Was das macht, ist, ihr kriegt halt Truppen, die nicht kämpfen können, die der Gegner aber als echte Truppen interpretiert. Aber, wenn er die hier aufstellt, dann das wird wahrscheinlich keine Veränderung in der Front zur Folge haben. Ich glaube, dass das nicht so effektiv hier ist. Ne? Bei der Russlandfront ist das schon mal ein bisschen dicker. Oder wenn man halt das macht, wenn man sich verteidigt gegen einen, den abschrecken will, aber für so einen Angriffskrieg, wo ihr eh stärker seid, den der Gegner nicht darauf reagieren kann oder mir derjenige hinstellt, ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Wo ist denn die andere Dame? Der macht das ja zweimal, aber wo ist denn der zweite? Keine Ahnung, wie man den findet. Okay, keine Ahnung, wer der zweite Agent ist. Genau, und der eine ist zum Deffen, glaube ich, eingesetzt hier. Ne, Netzwerk macht er, genau. Also ich würde auch hier vorschlagen, dass wir alle unsere Agenten nehmen und die eine Hälfte Deutschland und die andere USA machen, dass wir einfach sehen, was die halt machen. Das ist halt der einzige Gegner, der im Moment meiner Meinung nach wirklich relevant wird fürs Late Game. Also Russland, so würde auch noch gehen vielleicht sogar die CLF, aber wie gesagt, Frankreich ist ja schon und England sind ja schon am Boden. Da sehe ich nicht, dass die uns so eine Bedrohung wären, dass wir da jemals reingucken müssen. Ja, ansonsten deutsche Spionage, da sehen wir dann wahrscheinlich aber auch gar nichts, ne? Genau. Also bei den Hauptgegnern haben wir, glaube ich, noch keine Infos im Moment. Ja, sieht man noch nichts. So, die Grundspionage bei denen. Ja, der fängt halt jetzt an, hier schon seine Armee aufzubauen. Im Moment ist es wahrscheinlich eher Combined Arms oder ein, zwei Panzerdivisionen. Dann die ersten Jäger, damit er zumindest nicht die Luftwaffe komplett verliert, vermute ich mal. Handelsroute haben sie noch die kurze Route an hier. Ja, aber die haben da oben schon die Stützpunkte, damit sie die oben rüberziehen können. Und der Amerikaner hat nur Zerstörer gebaut. Was bedeutet, dass der nur auf Eskorte geht, um die Route zu beschützen. Und hier sehen wir leider gar kein einziges Schiff bei dem. Die Flotte ist allerdings größer. Also hier schätzt man so 80 Schiffe, sind das 80 Zerstörer. Und er hat weniger Manpower, also das wird eine größere Schiffsflotte sein. Also er macht ja auch hier vorne größere Schiffe. Also das sind leichte Kreuzer-Spam mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also da leichter Kreuzer-Spam und Zerstörer-Spam. Und ja, und dann bauen die halt entsprechend diese Flotte in dieser Richtung. Da muss man gucken, wie man das macht. Also, wenn wir irgendwann mal Seeschlachten gegen die haben, ohne jetzt die genauesten Informationen zu bekommen, würde ich sagen, die Zerstörer sind ja faktisch keine kämpfenden Schiffe, ne? Die kommen ja auch mit Dead Charges, die kommen ja auch nur in Masse, das macht man die auch preiswert in aller Regel. Also dann würde ich hingehen und die einfach ignorieren. Man kann dann Hit and Run machen und die abfarmen, wenn man möchte. Früher oder später kommt aber dann die leichte Kreuzerflotte in einen reingedonnert. Und da muss man einfach nur gucken, dass man nicht penetriert wird von der Panzerplatte und dann kann man die alle aufräumen, die Dinger. Das ist ohne Probleme möglich. Das ist wie gesagt das beste Schiff, das countert leider fast alles im Spiel. Das ist halt sehr dumm Design von Paradox, muss man echt so sagen. Aber da kann man trotzdem noch hingehen und sagen, wenn man die bessere Panzerplatte hat, dann ist man halt, besiegt man die halt. Ne? Und da ist die Panzerplatte die richtige Antwort. Also ich müsste gerade mal gucken, welche Penetrationswerte das sind. Also das wäre ja dann. Ist das eine Light-Batterie? Ich glaube, das ist eine Medium-Batterie, die dann da reingeht. Und dann nochmal 5% drauf, genau. Also müsste von diesem Wert im schlimmsten Fall ausgehen. Also die jetzigen, die sie gebaut haben, die haben diesen Wert höchstwahrscheinlich. Das bedeutet, die haben ein. Das ist doch nicht richtig mit dem Heavy Piercing, oder? Light Piercing. Also ein Piercing von 7 und dann kommt aber eben nochmal hier diese 5% drauf. Also dann bräuchte auf jeden Fall über 7 Punkte Armor. Und die erste Panzerplatte. Ist das hier oben die? Kann man die verwenden auf leichten Kreuzern? Nee, das ist die nicht. Das ist die für Schlachtschiffe. Da ist die. Genau. Also, wenn man die Panzerplatte 2 verarbeitet in unseren leichten Kreuzern, dann kann der Gegner die nicht penetrieren. Auch mit dem ersten Bonus nicht. Also, das wäre wichtig. Aber der Italiener hat ja eh einen 100% Bonus. Also, wenn wir die Flotte jemals versenken wollen ohne Verluste, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, dass man auch überlegt, hier hinzugehen langfristig. Weil die Kreuzer, die ich jetzt herstelle, die werden auch im Late Game dann nicht mehr gekontert von den anderen leichten Kreuzern. Ne? Und da sollte er überlegen, wenn er leichte Kreuzer bauen will, dass er darauf geht. Er geht allerdings, wie ich gerade sehe, auf Schlachtschiffe. Was eine sehr ungewöhnliche Strategie ist gegen leichte Kreuzer. Aber vielleicht wissen die was, was ich nicht weiß. Kann ja durchaus sein, dass die sagen, Schlachtschiffe sind gut gegen leichte Kreuzer. Die letzten Tests, die ich weiß, war, dass leichte Kanonen, auch wenn die Schlachtschiffe nicht penetrieren, die trotzdem kaputt machen, weil die einfach viel, viel häufiger die treffen und viel, viel häufiger, also häufiger schießen nicht, aber die treffen häufiger. Und das führt einfach dazu, dass die da trotzdem versenkt werden, die Schlachtschiffe. Ne?
Müssen wir vielleicht nochmal testen, aber der leichte Kreuzer mit der besseren Panzerplatte als der Gegner ist normalerweise die beste Lösung, weil die alles countert, ne? Und kostet halt auch weniger Stahl in Summe. Also die Kanonen haben verschiedene Trefferraten, die natürlich nie dran stehen im Spiel, das sind unsichtbare, ne, Behind-the-Scene-Daten. Na gut, wir gehen auf jeden Fall auf Dreier-Schlachtschiffe. Der Vorteil bei Dreier-Schlachtschiffen ist, dass sie mehr Lebenspunkte haben, ne, und dann ein bisschen mehr aushalten und ihr könnt ein Modul mehr draufpacken. Also 420 Lebenspunkte zu 480. Und wenn die nicht penetriert werden, tut halt jeder Treffer einen Schaden an dem machen. Ne? Also der hält dann schon auch nochmal eine ganze Reihe mehr aus, so ein dickes Schlachtschiff, keine Frage. Also es kann schon seinen Wert haben. Ob das jetzt gut gegen die leichten Kreuzer ist, muss man halt nochmal sehen. Ne? Muss man halt wirklich mal sehen. Vielleicht ist es auch eine Ressourcenfrage, vielleicht können die das effizienter bauen, ich weiß es nicht. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, statt dem Dreier-Schlachtschiff wäre die Zweier-Panzerplatte für die leichten Kreuzer wahrscheinlich effizienter gewesen. Aber hey, mal gucken. So. Genau. Formation Flying, aha, okay. So, ansonsten, was habt ihr denn hier im Lager? 1,3 Millionen Manpower, Lagerbestände, die leichten Panzer müssen jetzt mal rüberschieben. Vermutlich mal, die haben die irgendwo alle erobert. Die würde ich alle nehmen, auch die Heavies, ich kann die alle umbauen nachher. Das wäre ganz nice, wenn wir die hätten. Infanteriewaffen, wir spammen gerade alles was. Artillerie, genau, das haben die ja schon haben die von uns bekommen, nochmal 400 Geschütze. Hier ist alles, was wir erobert haben. Wurde gerade repariert. Militär, zivil. Weiß nicht, das hier irgendwie so alternierend gebaut, ne? Weiß nicht, ob die da eine konsequente Strategie verfolgen. Das ist ja ungewöhnlich, das so zu bauen. Also jede Zivilfabrik, die ihr baut, tut die Leistung eurer Industrie reduzieren. Jede Militärfabrik, die ihr baut, tut die Leistung eurer zivilen Industrie reduzieren, ne? Durch die Consumer Goods. Von daher macht es in aller Regel keinen Sinn, die gemischt zu bauen. Ja? Dieses ausgeglichene Bauen kostet euch Industrieleistung. Also entweder braucht ihr Militärfabriken, dann baut ihr die, oder ihr baut zivile Fabriken. Aber dieses Hin- und Her-Gemische macht sehr wenig Sinn. Und wenn ihr die jetzt wie jetzt zum Beispiel gar nicht erstmal braucht, dann macht es oft auch Sinn, dass man die Dockyards einfach vorzieht, weil die keine Consumer Goods kosten, wenn man die gebaut hat. Ne? Das sieht so ein bisschen. Also ich bin nicht ganz sicher, was der Plan hinter dieser Baumethode ist. Zivile Wirtschaft sicher. Naja, so. Ja, wie machen wir es aber jetzt? Also was haben wir denn hier sonst noch Schönes? Ja, wir machen auf jeden Fall die Eroberung da unten weiter. Guck mal, was hat er denn für Templates, der Mitspieler? Da sind eine Menge Templates. Ja, schwer zu sagen, was davon kämpft. Ja, das hier geht übrigens auch nicht. Dieses Template, das nutzt er ja im Feld, das hat einen Armor von 3,4. Die Infanteristen haben Piercing von 4, ja. Das ist der Grund, warum ich diese Templates zwar so verwende, aber eben zwei Panzer drin habe bei uns. Weil wenn ihr zwei habt, dann habt ihr genau den Armor-Wert, damit ihr eben den 100% Armor-Bonus bekommt und die kriegen das 0% Armor-Bonus. Also ihr müsst definitiv auf einen Wert kommen, der höher ist als gegnerische Piercing, und Infanterist hat ein Piercing von 4. Es gibt da Ausnahmen, also gerade so eine KI-Nation, die hat auch mal ganz gerne weniger. Aber der normale Infanterist, wenn ich einfach mal reingucke, ja, Piercing 4. Ja, das ist ein normaler Anfang-Infanterist mit keinem Spezialgerät. Und von daher braucht ihr eigentlich in aller Regel immer zwei leichte Panzer da drin. Von daher würde ich das schon überlegen, das umzubauen. Das ist ja offensichtlich die Angriffstruppe. Ne? Ich meine, bringt immer noch der leichte Panzer, bringt ja noch den Breakthrough-Wert ein bisschen hoch. Aber ihr packt den ja zu fast 100%. Die Begründung, den einzupacken, ist ja für den Armor-Bonus. Und der ist nur gegeben, wenn ihr hier den zweiten dabei packen würdet. In dem Falle noch nicht mal. Einfach weil die den Panzer. Also, die haben den leichten Panzer 1 wahrscheinlich im Lager liegen. Ne? Der leichte Panzer 2 bringt ihn auf über 4, wenn ihr den halt habt. Ne? Und die haben den wohl nicht getaggt, gebaut oder wie auch immer. Also mit dem können sie, genau, die haben den nicht. Also ihr müsst das L6-Modell auf jeden Fall haben, ne? Das ist absolut Pflicht. Und daher, wenn ihr den nicht taggt, dann braucht ihr auch eigentlich den ersten nicht reinpacken. Aber die können mir den schicken. Ich kann den umbauen und dann zurückschicken. Auch wenn ich glaube, dass das jetzt hier Mitte 38 wahrscheinlich umsonst ist, ne? Also jetzt kann man auch schon auf die anderen Panzermodelle gehen. Das ist eher so von 36 bis vielleicht, ja, bis halt Mitte 38 sinnvoll, den leichten Panzer Tier 2 zu nehmen. Also das Template würde ich vielleicht nochmal umbauen, weil das kostet eigentlich nur diese Panzer unnötig. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Carabinieri. Haben die so designt? Ja? Okay. Vielleicht haben sie den auch schon gehabt. Wie der klingt, ist wahrscheinlich vorgegeben. Kavallerist auf jeden Fall. Ich persönlich denke, bei den Kavalleristen, was da auch sehr gut ist, ist, wenn ihr einfach die einfach klein lasst, weil ihr nehmt die für Geschwindigkeit, um halt in den Linien zu laufen und riskiert die auch zu verlieren oder dass die halt sich in der Stadt eingraben müssen, damit wenig Nachschub auskommen müssen. Und wenn die groß sind, laufen die halt nicht schneller, fressen halt nur mehr Nachschub. Und wenn die dann verloren gehen, kosten sie halt mehr. Ne? Weswegen ich ein großer Freund bin, von diese Templates kleiner zu halten. Wobei manche Templates sich halt auch so entwickeln im Laufe der Zeit.
Okay, das ist auch. Das ist ja auch ungewöhnlich, so ein Template, weil, also wenn ihr die so macht, also die Verteidigung ist das ja ungeeignet, ne? Verteidigung macht ihr nur mit Infanterie. Und wenn ihr die jetzt für den Angriff macht, das ist ja Artillerie offensichtlich drin, dann ist es halt wichtig, dass ihr einen höheren Soft-Attack habt, als der Gegner Defense habt. Da kommt ihr halt eher und tendenziell dran an diese Werte, wenn diese Templates auch groß sind, ne? Und wenn ihr halt mit einem 20er angreift, dann nehmt ihr euch halt diesen Vorteil, diesen potenziellen. Und da ist dieses Template für den Angriff eigentlich sehr ungeeignet, würde ich sagen. Zumal die halt eben die großen Templates auch schon haben, bin ich überrascht, dass sie das so verwenden. Also dieser hier zum Beispiel, ja. Die könnten ja hingehen und könnten einfach den Panzer da rauskicken und dafür jetzt hier nochmal einen Infanteristen beipacken. Und dann wäre das ja das gleiche Template, was wir gerade gesehen haben, nur doppelt so gut eben, weil das halt sehr häufig über den Defense-Wert des Gegners kommt, ne? Also das ist ein Umbau, das kostet die halt 5 XP, ne? Und das wäre halt massiv stärker. Von daher würde ich, und die benutzen das ja im Feld, würde ich überlegen, dieses Sternchen-Template hier auf die Müllhalde zu werfen, wenn ich das mal so sagen darf, vorsichtig. Das ist wahrscheinlich zum Aufstellen für die Defense, genau, die kann man überall hinspammen, das ist immer eine gute Einheit. Und hier sind halt die Tier 3 Gebirgsjäger, ne? Die sind natürlich absolut OP, die würde ich in Masse benutzen. Auch hier kann man überlegen, dass man zumindest hingeht und ich weiß nicht, ob wir es nicht haben, aber man kann halt Reconnaissance machen. Ich zeige euch das bei uns gerade. Und was die Reconnaissance macht, ist, die bringt halt ohne Geländenachteile, bringt ihr halt den Armor Value und andere relevante Werte hoch. Also ich habe jetzt hier keinen eingebaut, aber. Ihr habt hier zum Beispiel was reingepackt, ja. Also der hier zum Beispiel, wenn er diesen Reconnaissance dabei packt, dann hat er verschiedene Vorteile. Also nicht, also zum Beispiel ist er hier in Hills, ja, und Mountain 10 bis 5% schneller. Und das eben war ja ein Gebirgsjäger. Wenn er da schneller läuft, dann ist das einfach ein extremer Vorteil für euch, ne? Also deswegen kann man allein schon mal überlegen, dass man eben eine Recon Company reinpackt. Ihr habt halt bessere Reconnaissance, dann zieht ihr bessere Taktikkarten, was im Gebirge halt ebenfalls nochmal mehr Bedeutung hat als in der Ebene, wie ich finde. Also es gibt eigentlich keinen Grund, den nicht reinzupacken, muss man sagen. Reconnaissance ist unglaublich gut in der Hinsicht. Und je nachdem, wie ihr das halt macht, könnt ihr also auch hingehen und könntet hingehen und erhöht den Panzerungswert. Ihr könnt halt dann statt den Reconnaissance, könnt ihr eure Reconnaissance Panzer einpacken. Der erhöht den Panzerungswert in dem Fall auf 5,3, wenn nicht so klein ist die Truppe. In dem Falle müssten die halt eine Reconnaissance Panzer reinpacken und eine leichte Panzerbataillon reinpacken. Aber dann hätten die halt wieder einen Gebirgsjäger, der den Panzerungsbonus hat. Und ich kann nur betonen, dass der Panzerungsbonus einer der wichtigsten Werte im gesamten Spiel ist. Den sollte man immer versuchen zu erreichen. Ne? Und die meisten verteidigen im Gebirge halt eben mit normalen Infanteristen. Das würde das Template wahrscheinlich um fast 100% stärker machen, wäre mein Verdacht. Und von daher sollten die überlegen, die Reconnaissance 38 zu tacken, einzusetzen und auch die Panzer zu deployen. Das macht, glaube ich, würde das Template unglaublich verstärken. Ne? Das wäre so meine Empfehlung. Jo, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Ansonsten. Ja, sonst haben wir ja keine Zahlen über die Gegner. Ne? Da müssen wir noch die Spione hinbringen, um was aufzudecken. Wir wissen halt, wie gesagt, nur, dass die auf leichte Kreuzer gehen und die Zerstörer. Und dass beide keine U-Boote machen. Ich hatte halt zwischendurch schon überlegt gehabt, ob wir nicht jetzt schon vielleicht Deutschland und Amerika den Krieg erklären, dass wir einfach deren Lebensader hier, dass wir die halt einfach kappen mit U-Booten. Das Problem ist halt nur, dass der Eskorten-Spam, und weil die da oben eben dann die Route nach oben verlegen werden, dann können die mit Radar und Flugzeugen, die werden halt jedes U-Boot einfach auf Null kriegen deshalb. Ne? Ich glaube nicht, dass es effizient wäre. Also wenn die nur im Mittelatlantik campen könnten hier, dann würde ich sagen, würde ich es riskieren. Aber weil halt hier oben die jeden einzelnen Stützpunkt haben, das sind alles deren Stützpunkte, können die halt alle U-Boote einfach auf Null abfarmen. Das ist eine sichere Route. Ne? So von daher macht es keinen Sinn, den Krieg zu erklären, weil wir einfach nicht stark genug sind, die hier oben halt zu kappen. Also weder da oben noch, also hier oben hätte man es versuchen können, weil hier hätte ich dann Bonus auf U-Boote, wenn ihr hier vorne drin seid. Das ist ein tiefer Ozean. Da hätte ich es nochmal riskiert. Sofern wir halt, wenn wir halt moderne U-Boote gehabt hätten, aber dass die Route halt da oben lang geht, ist ziemlich sicher dann später und da haben wir gar keine Chance, das zu machen. Und da ist halt die Lebensader zwischen denen eigentlich jetzt schon bombenfest, ne? Muss man leider so sagen. Ist extrem unglücklich. Ja, da kann man eigentlich nichts machen. Das Problem ist halt, wenn man das hier oben versucht, ne? Ist auch nicht so attraktiv. Was man überlegen könnte, das hätte gewisse Verluste zur Folge. Naja, das hat man jetzt 100% sichtbarer. Naja, das kann man eigentlich vergessen. Also, was man machen könnte, aber das ist wirklich mit Risiko verbunden,
Wir holen uns hier oben Norwegen mit dem Stützpunkt und dann tun wir eine Hochseeflotte in diesen beiden Sektoren. Lassen wir die halt die ganze Zeit Konvois jagen. Nicht U-Boote, weil die 100% sichtbar wären, sondern wirklich eine Hochseeflotte. Und wenn die dann mit ihren taktischen Bombern, das ist das Einzige, was sie machen können, dahin fliegen, dann müssen wir halt nur genug Flachs haben, dass wir die halt regelmäßig abknallen, die taktischen Bomber, und zwischendurch die Schiffe reparieren. Was auch gut wäre, weil wir dann unsere Dockyard-Kapazität gegen Militärkapazität von denen tauschen würden, was generell immer ein guter Tausch ist. Wir dürfen nur die Schiffe versenken lassen, aber wenn die gebombt wären, die könnt ihr ja recht preiswert reparieren lassen. Und die Bomber, die wir abknallen, die sind halt eben tot von eben, ne? Also die Konvoi-Route geht ja hier oben durch und hier könnte man überlegen, das dann von Norwegen aus zu. Also eigentlich könnte man das auch überlegen, ohne dass man Norwegen hat, ne? Dass einfach so da hochfahren, wenn das von der Reichweite geht. Portugal kommen wir ja durch. Ach, ich weiß es halt nicht. Das Risiko ist halt, dass wir lassen uns halt bombardieren, wissen nicht, ob noch ein anderer da mit reinschlägt und wie viele leichte Kreuzer haben die und sind unsere Flotten bereit, gegen leichte Kreuzer zu kämpfen, ne? Das ist halt was, was ich jetzt. Ich kann das halt nicht einschätzen, weil ich weder Spionage noch Flotte mache. Kann ich nichts zu sagen. So, alten Ergebnisse. 1000 Konvois haben wir versenkt und 50 verloren. Ist aber auch viel KI-Krempel bei. Obwohl ein paar hundert dem Engländer gehören. Und dem Franzosen. Das wird, glaube ich, nicht richtig angezeigt. Also die Konvoi-Aktionen, die passen auf jeden Fall. Die Konvoi-Raid-Aktion ist wohl sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und wir haben dann auch hier ein paar ihrer Eskorten wohl versenkt. Das war halt hier damals im Mittelmeer gewesen, wir haben die Angebote umsonst rausfahren können. Die haben ja gesagt, dass die wollen nur umsonst rausfahren, wenn wir denen unser Irak überschreiben. Aus irgendeinem Grund haben wir da nee gesagt, ich weiß auch nicht warum. Also, aber deswegen haben wir die dann versenkt, aber das ist jetzt auch Ende, die fahren nicht durchs Gelände, wir haben jetzt eh Frieden. So, wir haben jetzt eine U-Boot-Flotte, die hier überall operiert und das ist unsere Hauptflotte. Zwei Flugzeugträger. Das sind aber, der Converted ist der Scheißträger. Was hier halt ist, also jetzt noch nicht wichtig, aber nicht viele haben. Ah, der mehrere leichte Kreuzer aber versenkt. Ja, hervorragend, der drei leichte Kreuzer versenkt. Das Problem bei dem ist, dass die halt einen Trägerdeck von 40 haben. Und, also ihr kriegt eigentlich, ihr könnt sagen, ihr kriegt 20 Flugzeuge pro Tierstufe nochmal oben drauf, wenn ihr jetzt nochmal draufstellt. Das 2 hat dann 60, ne, und das 3 hat dann 80 und so weiter. Und der Stacking Penalty ist aber pro Träger und nicht pro Flugzeug, was irgendwie gar keinen Sinn macht, aber so ist das halt im Spiel designt. Was bedeutet, je mehr Scheißträger ihr habt, desto schwächer wird eure Trägerflotte, egal wie modern die ist. Ja? So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Von da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir wirklich auf eine Trägerflotte gehen sollten, da muss man früher oder später diesen Träger einfach aussortieren, weil er sonst die ganze Trägerflotte schwächt. Ja, die sind doch gar nicht so schlecht, ne? Der hat jetzt hier 4 Schiffe versenkt, von denen auch wieder 3 leichte Kreuzer waren. Also die, ja, wir könnten aber so ein Ding hier vergeben. Ich hätte, glaube ich, mehr XP sammelt der, ne? War Support, den haben wir schon, den brauchen wir nicht. Der Schiffsbonus gibt's. Critical Hits 50% weniger. Also ich glaube, dass sich das lohnen würde, das zu vergeben. Kostet halt 100 PP leider. Aber obwohl sich hier auch vielleicht lohnt zu warten, bis wir, also wir haben hier die Yamato, bis wir vielleicht ein richtig gutes Schiff haben und dann geben wir diesen Bonus auf dieses gute Schiff. Die Yamato ist, glaube ich, ein Scheißschiff, wurde mir gesagt. Heavy Piercing ist heavy, ja. Ja, die Yamato, vielleicht sollte man überlegen, ob man vielleicht mal alle Module ausstattet, dass man die hier nachträglich, ne, was einbaut. Also man kann die ja umbauen, ne? Das ist ja nicht die umbauen, das ist ja draufbauen, da ist ja nicht mal was drin. Also wenn wir die schon haben, die Yamato, die hat ja eine Panzerplatte 3 aus irgendeinem Grund, ja. Das ist halt bis Late Game unbesiegbar und von den Lebenspunkten hat das ja nur 10% Bonus, also die hat jetzt 77 Lebenspunkte. Ein Schlachtschiff modernes kommt auf 440, haben wir eben gesagt, ja. Also wenn das so ein OP-Schiff ist, dann spricht nichts dagegen, dass wir das vielleicht auch bewaffnen, das Schiff, oder? Da hätte ich jetzt, also, wie gesagt, also hier fehlt halt ein ganzer Turm. Ne? Hier könnte man einfach mal einen Turm draufpacken, dann würde man den Heavy Attack quasi fast verdoppeln. Ja? Und dann könnte man überlegen, ob man hier nochmal eine Secondary beipackt. Genau, hier würde man es nicht verdoppeln, aber auch noch stark erhöhen. Ihr müsst bedenken, dass die Geschütze dasselbe Schiff anvisieren. Das ist ja Focus Fire bis zum Umfallen. Ja? Also, wenn das so zum Beispiel aufbaut, hier unten das immer wieder modernisiert, irgendwas. Was wir für Module haben, ich weiß ja nicht. Also das fängt halt schon, das muss man einfach sagen, das fängt halt mit dicken Türmen V an, ja. Also das ist halt, haben wir die getaggt oder kommen die so? Also das ist eine super Heavy Batterie Tier 5, ja. Tier 5. Also die Dinger sind halt abartig dick, ja. Das ist halt 46 Zentimeter. Also ich finde das schon einen sehr, sehr guten Wert. Das ist halt, also ein Zerstörer, ein moderner Zerstörer hat 40 Lebenspunkte, ja. Der macht jetzt ungefähr, hier was ist das, 70 Schaden an dem Schiff, wenn er trifft. Der penetriert ja alles. Das heißt, wenn der Zerstörer oder leicht einen Kreuzer trifft, ist das halt Treffer tot, Treffer tot, Treffer tot. Normal ist das Treffer, fährt weg und dann müsst ihr hoffen, dass er ihn irgendwann nochmal trefft, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr geiles Schiff werden könnte, wenn wir es denn mit Waffen ausstatten würden zur Abwechslung. Also das würde ich schon überlegen, dass das eine Alternative wäre. Plus eben, das hat er gerade die Sonnenblume hier an, ja, das Kleeblatt, dass es Abzüge überall hat, dass man den dann eben auch zu Pride of the Fleet macht, weil es dann eben hier ganz fette Boni offensichtlich bekommt und weniger Criticals, die es einsteckt, bedeutet ja auch, also es wird ja torpediert, bis die, ja, das ist ja krass, das können die nur mit Torpedos töten, das ist ja sonst völlig unbesiegbar. Und die sind halt, ne, fast immun gegen Torpedos dann. Also ich würde sagen, die Yamato zu Pride of the Fleet machen und dann eben mal einen Kanonenturm einbauen zur Abwechslung. Wäre, glaube ich, eine super OP-Kombination. Und dann könnte man die Flotte ja, die hat jetzt eh nichts zu tun. Und ne, also wir haben ein bisschen Treibstoff noch über. Ich würde die einfach trainieren lassen. Es gibt ja keinen Grund, dass man hier Abzüge hat. Ja, ich würde die trainieren lassen, Pride of the Fleet vergeben, einen Turm einbauen und dann machen wir mal ein Kriegsschiff aus dem Frachter. Und dann läuft die Geschichte auch. So, jetzt sind wir aus Neugierde. Leichte Kreuzer, wie viele Kills die haben. Das sind ja moderne leichte Kreuzer. Vielleicht waren die noch nie in den Seeschlachten gewesen. Ich gucke mal auf die alten hier. Ich will nur mal so vergleichen, weil wie gesagt, die Träger haben jeder so vier Schiffe aufs Korn genommen. Ja? Hat irgendjemand mal ein Schiff schon versenkt in dem Spiel? Also, wir haben also kein anderes Schiff, welches ich jetzt angeklickt habe, hat ein Schiff versenkt. Das heißt, alle Kreuzerkills sind offensichtlich auf den Träger gegangen, bisher auch beide. Genau. Okay, ja, das spricht, glaube ich, eine sehr deutliche Sprache. Also, so scheiße sind die nicht gegen leichte Kreuzer. Und man denkt, dass das halt die Anfangsträger noch sind und die Anfangsflugzeuge, ne? Also, ich glaube tatsächlich, dass man hier, dass es eventuell einen Blick wert wäre, dass wir weiter auf Träger gehen. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich bin nicht Flottenkommandeur, aber die Träger scheinen eine sehr deutsche Sprache zu sprechen. Und Yamato, die scheint, also, das ist halt einfach nice to have, ja? Genau, aber da würde ich überlegen, dass man da vielleicht nochmal ein paar andere Capital Ships beipackt. Wenn ihr nur ein Capital Ship in der Backline habt und die Torpedos penetrieren den Screening-Schirm, dann gehen halt 100% der Torpedos auf ein das gleiche Schiff. Also das macht schon Sinn, das mehr als ein Capital Ship dahin zu stellen, ja. Und der Träger ist ja eine andere Linie als die. Also ich glaube, die Träger sind nochmal, die werden gescreent von den Capital Ships, ja. Was bedeutet, dass ihr einfach. Das, ne, das kann ich sagen, der Träger, der tut den Schaden gleichmäßig auf, das ist nicht der Fall. Also wir sollten dann, wenn wir das machen, sollten wir nochmal vielleicht. Zumindest ein paar schwere Kreuzer dazu stellen, dass einfach die Torpedos, die einen treffen, dass sie ein bisschen gleichmäßiger verteilt werden. Aber das, die Yamato tankt das ja weg, das Zeug, ja? Wenn die 50% weniger Critical, ist das ja abartig in 77 Lebenspunkte. Also wenn da ein paar nur stehen und da steckt halt ein paar Treffer ein, dann ist das, glaube ich, dann haben wir da einen Tank, den der Gegner anvisiert. Besser geht das, glaube ich, gar nicht, ne? Also es könnte eine gute Kombi sein. Jo, das war die Geschichte hier. Ja, mehr kann man jetzt nicht sagen. Das sind so die Zahlen ungefähr. Können wir mal gucken, wie die Produktionen bei den anderen sind. Ganz wenige Panzer. Die machen schon mit am meisten Panzer, okay. Ganz viele Flugzeuge machen die, alles klar. Die machen Infanteriewaffen-Spam. Das ist übrigens meiner Meinung nach immer ein Fehler, wenn ihr da so eine Zahl seht. Weil das lässt darauf schließen, dass die halt auf Artillerie gehen, auf Infanteriewaffen und vielleicht Pucks, ja. Die sind im Spiel niemals so effizient, die Teile. Ihr braucht halt immer in irgendeiner Form eine Panzer, weil die Panzerungsvorteile einfach super, 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 super stark sind. Also ihr könnt ohne Panzer das Spiel nicht bestreiten. Selbst wenn ihr verteidigen wollt, könnt ihr es ohne Panzer nicht sinnvoll machen. Es gibt nie einen Grund, nie Panzer zu bauen, ja? Wenn ihr das so macht, das sieht, oft ist das, seht ihr solche Graphen, wenn die Leute hingehen und die wollen einfach 300, 400 Divisionen Infanterie aufs Feld packen. Da stehen überall Infanteristen, die ganze Industrie sind Infanterie, auf der ganzen Welt verteilt. Und der Gegner tut dann wie so ein Chirurg in einer Stelle einen Einschnitt machen und es durch. Ne? Und dann macht er euch tot. Also das halte ich für sehr, sehr, sehr ultra riskant. Ja, hier werden auch keine Panzer hergestellt, das ist viel zu wenig. Also er hat vielleicht fünf Fabriken in Panzern, also das ist halt nichts, ne? Nichts. Also so werden die nicht kämpfen können, das ist völlig undenkbar. In Frankreich war das gleiche Problem, ne? Der hat halt Pax und Infanterist und Artillerie gemacht, war im Gebirge in der Festung eingegraben, sind durchgelaufen. Das geht nicht ohne Panzer und ohne Luftwaffe, das Spiel. Das geht absolut nicht. Bei Briten ist das schon ein bisschen besser aufgebaut. Das ist auf jeden Fall, das sieht nach einem guten Verhältnis aus. Ja, und der Deutsche, ne? Wie gesagt, sehr viel erfahrene Spieler sind natürlich auch. Die haben natürlich schon ihre Panzer mehr im Aufbauen und Flugzeuge dazu. Die machen das genau richtig. Ja, also wie das im Moment aussieht, sind die, die am stärksten Aufbau haben, die beste Diplomatie haben, auch die besten Verhältnisse bei den Produktionszahlen haben. Ah, ist das zum Heulen. Aber egal, wir machen jetzt erstmal einen Krieg quer durchs Gebirge und die Wüste, bis die dann OP sind und dann gucken wir mal, ob wir die nochmal kämpfen können. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich will jetzt weg. Ciao, ciao.